Folge Nummer 244 von Simotrans. Ja, wir sind hier unterwegs und werden diesen Bahnhof umbauen müssen. Dafür müssen wir viel Arbeiten machen. Es ist jetzt die Frage, ob man hier überhaupt von der Länge hinkommt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da kommen wir gar nicht nebenher. Das bedeutet, das früheste Gleis könnte hier sein. Das bedeutet, wir müssen viel Arbeit machen. Ja, WASD war falsch. So, dann geht's richtig. So, das bedeutet, wir müssen definitiv hier Geländebearbeitung machen. Und zwar hier. So, mehr geht da nicht schon mal alleine. Da geht's auch sogar nicht die Ecke. Das hätte mich jetzt gewundert. Aber naja. Wir fangen erstmal an. Wir müssen dann schauen, wie wir es richtig hinkriegen, ne? Dann brauchen wir 160er Gleise, nehmen wir. Das machen wir schon mal zwei dahin. Ja. Bis wo gehen die, ne? Das ist die Frage. Also vier Gleise sind's. Und bis... Also diese zwei können wir definitiv auch noch nehmen und die letzten beiden nicht. Das bedeutet, wir machen mal hier schon ein Upgrade hin. Dann wissen wir schon, welche Gleise sein müssen und welche nicht. So, die sind schon mal klar. Okay. 160 geht auch hier weiter. Okay, macht's nur bis dahin schon mal alleine. Da geht sowieso noch nicht weiter. Okay. Dann würde ich sagen, wir müssten jetzt erstmal wissen, wo 15 ist, ne? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich glaube, das können wir schon mal so machen. Und das können wir auch so machen. Das bedeutet, diese Gleise kommen sowieso schon mal so dahin. Und das kommt auch schon mal so dahin. Diese hätten wir uns sparen können, weil das wieder abgerissen werden muss. Hat gut geklappt, ne? Abreißwerkzeug ist da. Das hätten wir uns sparen können. Naja, ein bisschen Geld kriegen wir ja wieder. So, jetzt müssen wir mal gucken, die können doch auch hier unten rumfahren, ne? Ja, sieht ganz danach aus. Das bedeutet, dass wir hier definitiv schon abreißen können. Jetzt kommt gerade ein Zug. Dann lass den mal hier rumfahren. Das wird sowieso hier alles nicht mehr benötigt. Später. Dieses Gleis kann schon mal definitiv erstmal bleiben und die Brücke kann auch weg. So, jetzt können wir Erdarbeiten machen. So, und dann haben wir das auch schon erledigt. Gleise dahin. Mal können wir upgraden, ne? So, das haben wir. Jetzt können wir die Stromleitung erstmal setzen.
Ja. Wird nicht geupgradet. Okay, dann bleibt das so. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das Gleis von da nach da wegmachen. Und das Gleis von da nach da auch wegmachen. Das ist schon mal gut. Und dann ziehen wir das mal so hoch. Genauso wie das. Passt. Hier fehlt noch Oberleitung, ne? Die nochmal da reingezogen. Da ist wohl schon die schnellere Version, dann lass das. So, jetzt müsste man nur gucken, wo sind die Haltestellen dafür, ne? Weil da gibt es demnächst freie Wegpunkte. Beziehungsweise, die wird es dann nicht geben, ne? Also hier ist schon mal sehr interessante Einfahrt, die wir wahrscheinlich doch definitiv ändern sollten, ne, oder? Also ich glaube, wir ziehen das einfach mal hier so hin. Kommt von da. Ja. Machen wir einfach erstmal, ne? Der kann da noch nicht lang fahren, weil er noch kein Dingens hat. Fahrdraht. So. Da gibt es dann ein Auswahlsignal. So, jetzt die Frage, wo er schon reinfährt. Er fährt schon in ein neues Gleis rein. Das ist schon mal gut. Vielleicht ist das alte Gleis auch gleichzeitig das neue dann. Da kommt auch ein zweiter. Schauen wir mal, wo der lang fährt. Der fährt hier oben lang. Der hatte wohl noch nicht die neue Route. Okay, er muss da warten, weil es der rum ist und fährt dann rein. Gut. Ach, der will gar nicht hier rein, der will woanders hin. Auch noch das. Oder fährt er in den kurzen? Nein, fährt er nicht. So, abreißend die Devise, ne? War, ne? So, das kann noch weg. Lassen wir so oder ändern wir? Sieht jetzt nicht so prickelnd aus, ne? Ich würde es jetzt dann doch so machen wollen. So sieht es ein bisschen besser aus, oder? Aber hier gefällt es mir erstmal noch gar nicht eigentlich, ne? So gefällt es mir ein bisschen besser. Okay, das hat gut geklappt, ne? Mal schnell noch ein Gleis dahin legen wieder. Aber warte mal, das war es ja nicht. Irgendwie gefällt mir das jetzt noch nicht. Na, ja, das funktioniert gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, nochmal da. 160 nach da. Und da. So. Und müssen wir gerade erstmal Oberleitung setzen, damit das funktioniert. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, das hier nochmal abzubauen. Ja, so sieht's ganz gut aus, oder? So, die können dann auch da reinfahren, wenn sie möchten. Aber das da reinfahren ist eigentlich wieder verkehrt, weil, ne? Ja,
das nicht gut ist. Ich glaube, wir machen da nur eine Ausfahrt hin. Und die Einfahrt ist hier nur rüber, weil sonst kriegen wir wieder da so tolle Probleme wahrscheinlich, ne? Ich spüre sie schon, die Probleme. So, da haben wir es geschafft. Der fährt jetzt noch da hinten. Okay, da ist alles gut. Jetzt müssen wir ihm nur das Gleis da klauen. So sieht's da schon top aus, finde ich. Hier ist ruhig eine Wendemöglichkeit gegeben. Finde ich schon okay. Machen wir so. Machen wir so. Machen wir so. Und hier. Nee, können wir nicht. Schade. Das wird dann doch noch anders. Das ist nicht das Richtige dann. Das ist nicht das Richtige, so wie ich es mir vorstelle. Hier geht's weiter. So soll's sein. Strom. Bis dahin. Ist verbunden, passt. Signal hierhin. Und Signal dahin. So, das ist hin und her. Und das wird das Zufahrts- bzw. Ausfahrtsgleis. Nee, da ist verkehrt. So ist richtig, dass da muss da... schwierig. Hier besser aufschütten, oder wie ist das? Also hier gibt es erstmal diese Verbindung, bauen wir erstmal weg. Erstmal Gleis nochmal, weil diese Verbindung muss noch hin. Genau. Oberleitung muss da noch dran. Das passt. Jetzt müssen wir, glaube ich, erst Signale wegmachen. Das hat keinen Sinn hier. Hier sind die Signale irgendwie schlecht am Stehen. So, dieses Signal ist, glaube ich, als einziges richtig. Züge, die rausfahren, sollen darum fahren. Und dafür brauchen sie nicht hier rumfahren. Und dann sollen Züge, die nach hier hinten sollen, da lang fahren. Das geht leider nicht, okay. Müssen wir erst abreißen. Warte mal, dann machen wir das schnell. Auch weg. Und schnell neue Signale dahin. So. Und das ist die Richtung, das passt. Da müssen wir aber noch eine Weiche stellen, noch einen... Hier war verkehrt. Wir machen das mal hier hin. Und... Das muss noch... So. Passt. Das muss weg, kann weg. Das Signal weg. Und dann die Weichen da auch noch weg. Kreuzung. So, die können jetzt hier links in diese Richtung fahren und die können nach da hinten fahren. Wer in den Bahnhof will, kann hier lang, muss aber noch das da in Kauf nehmen. Das Signal gerade weg und das gerade noch dahin. So, Signale nochmal gesetzt hier und hier. Das Signal da kann weg.
So passt's. Hier muss noch ein Signal hin. Passt. Das ist falsch rum. Jetzt ist richtig rum. Hier ist alles gut. Und da ist gut. Er kommt vom Bahnhof und soll da wegfahren, soll aber nicht nach da wegfahren. Das bedeutet, wir müssen hier noch ein klein bisschen was ändern, ne? Er soll hier rausfahren, soll hier rüberfahren, das machen wir weg. Kann direkt da rausfahren, aber da kriege ich dann kein Signal hin, das ist mein Problem. Das gefällt mir jetzt nicht. Ich müsste da noch ein Signal haben. Obwohl das Signal da Blödsinn ist. Ich möchte das schwierig, ganz schwierig. Er findet erstmal keinen Weg mehr. Das müssen wir jetzt mal gerade beheben. Fahrplan. Freier Wegpunkt. Sitzt da, aber das ist ja kein freier Wegpunkt. Will er denn da jetzt gerade hinfahren? Nein, er hat keine Paletten dabei. Ist das der zweite? Wahrscheinlich, ne? Wieso ist das ein freier Wegpunkt? Ach, das Stoppschild steht da und nicht da. Mhm. Stück gut. Okay, dann bedeutet das die Linie mal gerade bearbeiten. Freier Wegpunkt einfügen hier und löschen freier Wegpunkt. So, jetzt müssen die beiden wieder nicht mehr meckern. Ich hoffe, das ist so richtig. Ich hoffe, es waren auch beide die gleichen. Werden wir sehen auf Dauer. So, das ist jetzt erledigt. Hier hinten kann man auf jeden Fall herfahren, das ist schon mal gut. Ich schütze hier auf, so leid es mir tut, das Meer muss kleiner werden. Irgendwie gefällt mir das hier halt noch nicht. Machen wir es gleich richtig, ne? Zack. So, 160 gerade durch. So soll es sein. Gerade durch. Bis dahin, so soll es sein. So, das kommt jetzt dann. Hier, was kommt weg? Erstmal müssen wir Oberspannungsleitung machen. So, das passt schon mal. Die fahren da rein. Die fahren da durch. Die fahren hier lang und dann da lang, um wegzukommen. Und die fahren hier links lang, um rauszukommen. Aber das ist schlecht. Das ist schon mal weg. Achso, rauskommen tun sie nach hier da lang. Das bedeutet eigentlich, brauchen sie gar nicht hier lang fahren. Das kann alles weg. Das auch, so. Signale sagen uns jetzt noch, dass hier lang gefahren wird in die Richtung. Und wir brauchen jetzt noch eine Einfahrt hier lang.
So, und dann muss da noch ein Signal mit dem Zeichen hin. Das sagt, ihr fahrt da lang. Aber das könnte zu einem Stau kommen. Ach, wir müssen später auch noch was zum Umbauen haben, ne? So, hier rein und hier rein und da raus. Jetzt fehlt es noch in die Richtung da, ne? Rausfahren. So, machen wir es so, oder? Und da muss noch ein Signal hin, dass man nur in die eine Richtung fahren darf. So, dann sollten die da lang fahren und alles sollte gut sein, oder? Ausfahrt nach da, Ausfahrt nach hier, Einfahrt da, kommen von hier, passt. Ausfahrt nach da, Einfahrt nach hier, passt. Müsste soweit gehen. Warum er jetzt hier, ach so, doch, er muss, von da hinten muss er da rumfahren, ne? Das ist schon Fakt. Oder er würde hier lang wissen. Den haben wir aber gerade erst gebaut. Vielleicht machen das später irgendwelche Züge. Gut, ich glaube, wir sind mit dem Bahnhof durch, oder? Ja, müsste jetzt so funktionieren. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir dann schauen, dass wir lange Züge, kurze Züge in lang kriegen oder sowas. Aber dafür machen wir das in der nächsten Folge. Da müssen wir den Bahnhof gucken, wer da ankommt und wer da nicht ankommt. Also er fährt ja schon mal schön richtig raus. Da kommt jetzt einer, wo fährt er lang? Hier fährt da rein. Passt schon mal. Ah, wenn die natürlich nach da hinten fahren, würden die auch hier lang fahren. Aber das ist nicht schlimm, das kann man verkraften. Hauptsache, da wird kein Stau hier entstehen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. So. Er fährt hier lang, weil er dahin will. Das will ich hoffen. Ja, sonst wäre es wichtig, dass er hier lang fährt, ne? Dieses Signal, das steht da auch an der falschen Stelle. Das können wir nochmal ändern. So, das passt. Und wir finden es. Ja, wir haben es gefunden. Das ist auch richtig so, ne? Ja. So sollte das sein. So, die Diesellok fährt da lang. Und jetzt nach... Wo fährt sie raus? Ah, sie fährt nach da hinten hin. Das ist schon mal auch gut. Ja, sieht so aus, als ob das alles so hinkommen könnte, ne? Die muss natürlich dann auch noch elektrifiziert werden. Ja, ist hier hinten noch irgendwer unterwegs? Oh, da stehen drei und da kommt jetzt noch der vierte hinzu. Das ist dann auch wieder einer, den wir umbauen müssen, ne? Okay, das kriegen wir aber auch noch alles hin. Wo fährt er jetzt hin? Fährt er da rein? Der muss ja da reinfahren, weil sonst wird er hier hinten gar nicht hinfahren, oder? Ja, passt auf jeden Fall. Der fährt, denke ich, auch weiter. Dann können wir die Rückfahrt auch noch beobachten gerade. Hat aber nichts drin gehabt. Jetzt fährt er wieder zurück. Also bis dahin ist alles gleich, würde ich sagen. Ich glaube, der Zug da rechts, der ist voll geladen. Der fährt dann schön langsam, oder? War das die Kurve, die ihn so verlangsamt hat? Sieht so aus, als ob es die Kurve war, oder? Der Bahnübergang. Ja, der fährt da auch langsamer. Darf man wahrscheinlich nicht so schnell über den Bahnübergang fahren. Der hat wahrscheinlich geringere Geschwindigkeit. So, wo fährt er rein? In diesen Bahnhof oder fährt er durch? Dann müsste er jetzt abbiegen. Nein, er fährt durch. Das heißt, sein Ziel muss hier unten links irgendwo sein. Das sieht doch gut aus, oder? Dass der da lang fährt. Der fährt da raus und fährt nach links. Naja. Da oben kommt noch einer. Wo will der hin? Das ist jetzt die Frage. Der fährt auch geradeaus.
Ja, dann muss er nach hier unten fahren, oder? Nee, er biegt da ab. Also er kennt nicht den kürzeren Weg, er kennt den längeren. Das ist nicht verkehrt, weil dann blockiert er uns hier nicht irgendwas hier im Dingens. Im Einfahrtsbereich. Das ist also gut. Die von da hinten kommen, fahren schon den großen Bogen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne auch Kommentare schreiben und genauso gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.